Hallo meine Lieben, hallo YouTube. Ja, mein Name ist Marie und ich habe für euch heute ein Video über meine bereits angefangenen Diamond Paintings. Ich hatte eine lange Pause gehabt, deshalb sind es auch so viele angefangene Sachen und teilweise hatte ich auch keine Steine mehr, weil ich zum Beispiel umgezogen bin. Und dann sind irgendwie meine Steine verloren gegangen, ich weiß auch nicht. Und ja, da musste ich die halt nochmal neu bestellen. Ja, so kommen wir auch schon zum ersten Bild, denn genau das hier ist das Bild, wo die Farben weg waren. Das ist eine Katze mit einem Hut. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich denke schon. Ja, es ist 30x30, kommt von pixeldiamondpainting.de. Und hat sehr viel Konfetti, beziehungsweise das früher, mein Empfinden früher, was heißt früher, vor 2 Jahren, ist mein Empfinden einfach noch anders gewesen und da war das für mich sehr viel Konfetti. Aber jetzt mache ich ganz andere Bilder, die viel mehr Konfetti haben. Naja, und genau, die Seite bin ich gerade am Bearbeiten. Ich habe hier auch eine richtig große Luftblase drin, also so ein Knick, weil die Bilder geknickt ankamen, das weiß ich noch. Wurden die geknickt? Ich weiß auch nicht. Ja, die Gefa Katze gefällt mir echt gut. Ich habe halt konnte halt nicht weitermachen, weil die Steine ja weg waren. Und ja, hier ist auf jeden Fall noch die andere Hälfte. Und da ist viel Color Blocking. Das ist eigentlich richtig cool. Jetzt habe ich auch irgendwie voll Lust wieder auf das Bild. So geht mir das irgendwie bei den ganzen Bildern hier, die ich hier jetzt sehe. Genau, das zu diesem Bild. Dann kommen wir zu einem nächsten Bild. Das ist auch 30x30, glaube ich. Ich glaube sogar, die gepaintete Fläche ist 30x30. Ich habe jetzt kein Maßband hier oder irgendwas. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das hier nicht mehr weitergemacht habe. Weil, ich weiß auch nicht. Ich kann es eigentlich gar nicht sagen. Ich hatte halt diesen ersten Bereich hier angefangen und habe dann vor kurzem diesen Bereich hier unten gepaintet. Ja, eigentlich habe ich gar nicht mehr so viel vor mir, ne? Könnte ich eigentlich mal machen. Ja, hat auch gar nicht so viel Farben und ist echt süß. Das wollte ich eigentlich mal als in meinem Wohnzimmer aufhängen. Habe das aber irgendwie nicht mehr vor. Ja. So, dann kommen wir zu einem Bild, wo ich bei einem Event mitmache. Das nennt sich Gemeinsam statt einsam. Sucht man sich ein Bild aus, egal welche Größe. Ich glaube, ab 30x30 muss, glaube ich, mindestens sein. Und da muss man das Bild in 25 Felder unterteilen und halt so unkenntlich machen, dass man es nicht auf Anhieb sieht. Und dann wird alle 5 Tage eine Zahl gezogen und dann kann man das halt painten. Hier muss ich noch 4 Zahlen painten, glaube ich. Ja, ich habe das auch ausgetauscht hier mit solchen goldenen Stein von Pichu Moon Art habe ich die Steine. Ja, dann kommt das Gold alles nochmal viel besser raus. Und übrigens, Entschuldigung für das M, ich bin noch ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Oh, schon wieder M. Ja, und ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber das legt sich hoffentlich dann mit den nächsten Videos. Ja, genau. Dann noch ein Bild, was ich für das Gemeinsam statt einsam Event gemacht habe, also vorbereitet habe. Da habe ich aber nur 2 Felder gepainted und die Felder sehen halt komplett identisch aus, bis auf so ein bisschen, dass es ein bisschen versetzt ist. Ja. Und das Bild ist halt, ich weiß nicht, kann man das sehen in der Kamera? Das Bild ist halt ziemlich gleich überall und
Ja, das war halt ein bisschen langweilig für das Event. Also ich wollte nicht die ganze Zeit das gleiche painten irgendwie. Ja, deswegen habe ich das quasi aussortiert. Ich werde es natürlich auch irgendwann noch weiter painten, aber erstmal nicht. Ist von Pigmondo. Habe ich auch ziemlich am Anfang gekauft. Die Steine lassen sich sehr gut legen. Ja, also da ploppt nichts und so. Ja, echt gute Qualität. So, dann kommen wir zu einem Geschenk für jemanden. Eckige Steine. Spider-Man offensichtlich. Ja, da habe ich angefangen, hatte dann ja die große Pause dazwischen und müsste damit eigentlich mal weitermachen. Ja, da habe ich auch noch nicht mit Mehrfachaufsetzer gepainted, sondern Stein für Stein. Und das ging mir dann ein bisschen zu lange irgendwie. Also da hatte ich dann nicht mehr so viel Spaß, weil das auch so viel rot ist. Ja, genau. Aber den möchte ich auch noch weitermachen. Da habe ich jetzt auch, ich habe wieder richtig Lust, wenn ich meine Bilder sehe. So, dann noch ein Geschenk für meinen besten Freund. Das Spaghetti Man. Ich weiß gar nicht, wie heißt das denn? Breakfast Spaghetti. Ja, da gibt es so eine Geschichte zu, die er als Kind erlebt hat mit Spaghetti und das ist seine Lieblingsgeschichte. Und deswegen würde ich gerne ihm das Bild schenken zu Weihnachten und dann werde ich noch die Farbe hier, also die Haarfarbe austauschen in Schwarz. Ja, damit das dann auch passt, weil er halt der Mensch dann sein soll. Also es macht auch echt Spaß, es ist von Diamond Art Club und auch eigentlich recht schnell gelegt. Ich habe halt jetzt erst wieder vor kurzem angefangen mit Diamond Painten. Also so richtig, also wirklich so richtig am Painten, jeden Tag und so. Ja, das wird auch noch. Ich werde das auf jeden Fall schaffen vor Weihnachten, hoffentlich. So, dann ein nächstes von Fijo Diamond Painting. Das habe ich auch schon vor längerer Zeit bestellt. Habe das dann in meinem Schlafzimmer hingestellt und habe das dann ehrlich gesagt vergessen. Ist total süß. Ein Mädchen mit einer Schlange auf dem Kopf, mit Schmetterlingen dran und so einem kleinen Affen auf dem Arm. Ja, finde ich total süß, weil ich habe eine Katze und da gibt es auch eine Geschichte zu, aber die wäre jetzt zu lang. Und deswegen nenne ich meine Katze immer Äffchen. Und deswegen soll das quasi mich und mein Äffchen darstellen. Genau. Das macht Spaß, muss ich sagen. Aber der Druck ist halt ziemlich. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Moment. Der Druck ist. Sieht alles gleich aus. Das ist nicht so hinterlegt, sondern alles auf so einen weißen Kreisen. Und das ist ein bisschen schwierig zu sehen. Ja. Genau, aber das macht auch sehr viel Spaß, bis auf diese Sache. Dann haben wir ein Bild. Oh Gott, ich weiß nicht, warum das geknickt ist, ehrlich gesagt. Aber es ist ja gegossener Kleber, also kein Problem. Das ist von Craft Ease. Das ist mein erstes Bild von der Firma. Und das ist 40x50 groß und nennt sich Kaori. Und hat halt auch so Steine. Kann man hier zum Beispiel gut sehen. Die goldenen. Ja, das muss ich eigentlich auch mal weitermachen. Da kam halt auch die Pause dazwischen. Ja. Ist viel Colorblocking, deswegen sollte das eigentlich ziemlich schnell fertig sein. Hier ist gerade irgendwie ein Steinchen abhanden gekommen. Beziehungsweise will der nicht dahin, wo er hingehört. Ja.
So, und das ist noch mein letztes Bild. Ach nee, ich habe ja noch eins. Das ist auch ein Bild für Gemeinsam statt einsam. Die Frau, die hat eine Blume als Kopf. Finde ich irgendwie richtig stylisch. Ich weiß auch nicht. Hat mich total angesprochen. Da muss ich auch noch zwei Felder painten. Das Problem ist an dem Bild, das ploppt. Also die Steine sind wirklich ganz schlimm am Ploppen. Ich habe das schon zwischendurch jetzt versucht zu versiegeln, aber die kommen trotzdem hoch. Falls ihr da einen Tipp habt, könnt ihr mir den gerne in die Kommentare schreiben. Wäre sehr dankbar. Ja, aber vom Motiv her gefällt mir das echt gut. Ja, von Evershine ist das, falls euch das interessiert. Ja, also von AliExpress. So, dann mein Projekt Nummer 1 für das Event. Ein Mädchen, was, ja, ich glaube, im Beet liegt. Also da sind ganz viele Blumen um sie rum und auch Kaninchen. Die kommen aber erst noch und da muss ich, glaube ich, auch zwei Felder painten. Ja, die 4 und die 10. Gefällt mir auch richtig gut, aber ganz viel Konfetti. Da muss ich auch echt Lust drauf haben. Ja, ich habe halt irgendwie nur Bilder im Moment mit Konfetti. Ja, deswegen. Naja. Aber das Bild macht trotzdem Spaß. So, dann ein Bild von Diamond Art Club. Moonlight Bride. Das ist ein kleiner Fussel, der muss weg. Da habe ich bisher, ja, wie ihr sehen könnt, so ein Viertel geschafft. Ein bisschen mehr als ein Viertel. Aber das muss auch, das ruht gerade eher ein bisschen, weil ich ja die Bilder für meinen Freund, also für meinen besten Freund, mache. Oder das Bild, nicht die Bilder, das Bild und die anderen Bilder für das Event. Deswegen ist das hier ein bisschen hinten an gerade, aber es macht unheimlich viel Spaß, dieses Bild. Das macht gerade am meisten Spaß. Freue ich mich auch drauf, wenn ich das weitermache. So, dann zu meinem ersten großen Bild von Picasso. Ist ein Tiger. Ich glaube, das ist ein Tiger. Da habe ich angefangen, auch vor meiner Pause, schon etwas länger her. Da war sehr viel Konfetti oben in den Blumen. Das heißt, Konfetti. Früher für mich war das viel Konfetti. Mittlerweile ist das, glaube ich, nicht mehr so viel Konfetti. Da kenne ich ganz andere Bilder. Entschuldigt, du musst mal kurz was trinken. Da habe ich auch also Lust drauf, das weiterzumachen. Bin mal gespannt, wann ich dazu komme. Weil hier unten eigentlich nur noch Color Blocking ist und so ein bisschen im Tiger Konfetti. Ja, und die AB-Steine sind auch toll gesetzt. Und genau, da freue ich mich drauf. So, dann noch ein Bild von Diamond Art Club. Das nennt sich I Miss You. Finde ich auch schön. Da habe ich halt bisher die obere Ecke gepaintet. Also auch vor der Pause und auch vor Mehrfachaufsetzer. Also die Zeit vom Einzelaufsetzer war da noch aktiv. Ja, und da freue ich mich aber auch drauf. Ich freue mich auf alle Bilder. Ich habe wieder richtig Lust auf meine Bilder jetzt. Ja, genau, das macht, da freue ich mich auch drauf. Und last but not least, mein erstes Bild von Diamond Art Club habe ich mir zu meinem Umzug gekauft, damit ich mir das in meine Wohnung hängen kann. Während ich zum Beispiel auf Telekom warte und so. Also ich war dann hier in der Wohnung und hatte noch keine Möbel. Ich hatte noch gar nichts da, außer halt dieses Bild. Aber ich war damals noch total langsam. Und für mich ist dieses Stück hier, was ich hier gepaintet habe, schon mega viel gewesen.
Und der Kleber klebt leider nicht so gut. Klar, jetzt ist es halt offen, deswegen ist er jetzt vielleicht ein bisschen ausgetrocknet. Aber das war davor schon schwierig, die überhaupt zu setzen, die Steine. Also irgendwie war es diese Ecke nicht so. Mal gucken. Na doch, also die Ecke geht. Ja, da muss ich auch weitermachen. Wer hätte es gedacht? Ja. Genau. Ja, ich habe noch ein Bild vergessen. Das habe ich euch aus Versehen unterschlagen. Das hier mit dieser wunderschönen Frau. Und die hält hier so eine Rose in der Hand und hat hier solche schönen Sondersteine drin. Hier oben am Kopf kommen jetzt auch noch Sondersteine. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Das ist das Bild, woran ich gerade so wirklich arbeite. Oder hauptsächlich arbeite, sagen wir mal so. Ja, das ist halt, hat wirklich sehr viel Konfetti. Und dieses Bild ist auch schwierig, wie soll ich sagen? Der Druck ist sehr schwierig, es ist sehr verschwommen und die Farben sehen sich sehr ähnlich. Man muss echt aufpassen. Lightpad geht auch nicht, weil dann sieht man noch weniger. Also das ist schon echt schwierig. Diese dunklen Felder hier sehen halt ähnlich aus. Also so dieser Bereich hier. Ah, das ist schon ein bisschen schwierig, aber es macht total viel Spaß und ich freue mich einfach über diese Sondersteine. Ich versuche mal euch die Sondersteine zu zeigen. Kann man das erkennen in der Kamera? Es ist halt so ein bisschen störrisch, weil ich muss das nämlich vorversiegeln, immer so die Bereiche, die ich gerade gemacht habe, weil die Klebefläche nicht so ja, stark ist. Die Steine fallen da sehr schnell ab. Wenn ich dann meinen Arm drauflege und painte, und meinen Arm dann hochnehme, habe ich danach plötzlich ganz viele Steine an meinem Arm. Ja, das ist ein bisschen ungünstig, aber ja. Genau. So, jetzt wünsche ich euch aber einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ja, lasst einen lieben Kommentar da, Daumen hoch und ein Abo. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!